Hallo, herzlich willkommen. Es geht weiter mit Fallout. Extra Folgen, extra Serie. Und wir schauen einfach mal jetzt, wie es hier noch weitergeht. Ob wir hier noch irgendwas anderes Außergewöhnliches finden können. Hallo, moin, moin. Ich muss sagen, wir sind wirklich ein ganz klein bisschen enttäuscht, weil der liebe Wanderer und ich kennen dieses hier eigentlich schon aus unseren Solos, also beziehungsweise aus unseren Solo-Spielen. Und Wanderer? Ja? Wir müssen mal hier in der Höhle noch weitergehen. Ah ja, gut, dann lass uns mal weitergehen da. Wir haben jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ja, weil da ist jetzt so ein bisschen... Ah, hier kommen wir nach Appalachia wieder. Hier geht's hoch. Ja, aber das ist auch eine Sackgasse, ne? Appalachia. Hier oben brauchst du nur das Ding anklicken, dann sind wir in Appalachia. Ja, so, jetzt okay. Weiß ich nicht, ob es noch Sinn macht, weil der Tote am Wasser sprach ja von einem Raumschiff. Ja, vielleicht... Warte mal, hier könnte es durchgehen. Guck mal hier. Ja, von da sind wir ja gerade gekommen. Auf dem Hinweg, aber wir gucken einfach nochmal. Oder haben wir einen Weg und einen Abgang irgendwie übersehen? Wir können ja nochmal gucken. Oder müssen wir unter Wasser nochmal gucken vielleicht? Na, ich denke schon, dass er das hier meinte. Guck, da komme ich ja gar nicht hoch. Na ja, jetzt ein bisschen hüpfen. Scheint auch nicht der Rückweg zu sein. Doch nur Mutationen, durch die Mutation die Möglichkeit hier hochzuhüpfen, oder? Das ist nur die Stelle, wo man runter gucken kann. So, habe ich denn jetzt am meinen... Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon, hier liegt noch überschüssige Säure. Jetzt ist nur die Frage, sind wir von links oder von rechts gekommen? Wir gehen dann mal hier links nochmal. Ja, gucken, würde ich sagen. Ich weiß das nämlich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir sind von rechts gekommen, von der anderen Seite, oder? Kann mich aber auch täuschen. Warte mal, ich pflück mal hier den Dings. Der scheint schon wieder, entweder ist er nachgewachsen. Glaube ich hier, nee, das scheint der Weg zu sein, den wir gekommen sind. Ja, dann müssten wir nochmal die andere Richtung gehen. Da unten. Hier ist ziemlich, oder die Fieberblüte wächst tatsächlich. So also hier waren wir schon. Ja. Dann lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Hier ist noch ein Höhleneingang. Guck mal. Wo? Ja, da waren wir doch. Da ist der Verbandskasten. Da, ja, genau. Da ist nur der Verbandskasten. Also hier unten haben wir einen Eingang noch nicht gemacht. Den können wir uns nochmal eben angucken. Ja. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Guck dir nämlich auch mit. Komm, ich will die mitnehmen. Ich kann dich schon nicht mehr mitnehmen. Sehe ich dich gerade nicht. Warte mal. Bin den Gang wieder runtergegangen. Ja, okay. So, irgendwo war jetzt so, von da sind wir gekommen. Und dann gehen wir noch mal nach da gucken. Genau. Oder war das eine Sackgasse? Ach, hier ist auch eine Sackgasse mit einem toten Soldaten und eine Munitionskiste. Da ist nichts drin, hier in der Höhle. Was ist hier? Hier sind wir... Nein, also es wird so sein. Wollen wir jetzt durchs Wasser zurück? Oder wollen wir durch... wollen wir gucken, wo wir rauskommen, wenn wir hier an den Gullideckel gehen? Wir können es ja mal versuchen am Gullideckel, an diesem Deckel da. Ja. Lass uns mal an die Deckel ausprobieren. Sehen, wo wir rauskommen. Dann wissen wir das auch gleich. Vielleicht können wir ja auch von dort aus sogar rein. Wahrscheinlich. Ja. Man gar nicht tauchen muss, ne? So, hier war das, ist klar. Ja. So, und hier ist ein Gullideckel. Dann gehen wir mal raus hier. Ja, du bist weg. Okay, dann gehe ich auch mal. Ja, mal schauen, wo wir da hinkommen. Ist ja irgendwo. Wir werden sehen. Ah, Grubenhauers.
Ah, sehr schön. Grubenhauer sind immer gut. Die konnte mich looten, wie blöde. Ach, wir sind bei White Spring rausgekommen. Moment, ich muss die Waffe wechseln. Ich werde mal auf Nahkampf gehen. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan, du. Sag ich dir. Du musst uns die große Waffe ausnehmen. Da gibt's ein paar Haue. Der scheint dich zu treffen. Die sind hinter dir her. Ah ja. Ich verpiss mich mal. Kann sein, dass ich vorhin einen aus Versehen angehittet hab. Könnte gut sein, ne? Die muss ich ja, jetzt nicht haben. Ich glaube, wir sind in White Spring, also das White Spring da um die Anlage. Könnte sein, dass wir von den Robotern, dass du zumindest von den Robotern angegriffen wird. Ich werde normalerweise nicht angegriffen, aber ich habe den wahrscheinlich vorhin außerdem angehittet. Ja, warte mal, ich gehe hier mal rein. Ich will mal gucken, was hier so ist. Das scheint die Abflussanlage zu sein. Naja, ich kann dir sagen, also hier war jetzt der Originaleingang. Da hatte ich dann die Quest hingeführt. Ach so, hä? Hattest du den hier, diesen Gulli gefunden? Nicht gefunden. Ich bin ja aufgefordert worden. Aber da führt ja die Quest hin. Das sollen die Leute dann selber wissen. Will ich jetzt nicht spoilern. Ja, ist schon gut. Aber das war dann von der Quest her der Originaleingang, wo man hingeführt wird. Wo schießt der? Ah, ein paar Gulli. Glück haben, schießt er nicht auf dich. Nee, die schießt auf dich, verdufte. Nein, alles gut. Ja, okay. Naja. Ich habe sie offenbar nicht ausgewählt. Die scheinen noch in Ordnung. Oder die haben mich nicht gesehen, wegen dem Tarnanzug. Das könnte natürlich gut sein, dass sie mich gar nicht sehen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, mal das Zelt hier hinholen. Ja, was du sonst machst. Können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen ablegen. Zerlegen zwar nichts, aber wir müssen was ablegen. Genau, ich leg auch mal alles weg. Ich habe ganz schön gesammelt hier. So, da. Gucken, was wir hier noch haben. Ja, ich habe noch ein Plasmagewehr. Tippe ich mal auf. Da können wir vielleicht nochmal Mod freischalten. Ach schön, da können wir, vorne können wir gleich mal eine Brandbestie machen. Oh ja, das ist gut. Ich kann eigentlich machen. Jo. Vielleicht ziehe ich die anderen Klamotten mal wieder an. Warte mal. Mal die Standardsachen wieder einsehen. Ich habe Marine. Oh, ich bin schon wieder in diesem Modus. Moment. Bin doch gar nicht unsichtbar. Nicht unsichtbar? Ich werde nicht wieder sichtbar. Du wirst nie wieder sichtbar. Du bist immer weg. Ich bin immer weg. So, jetzt habe ich hier Marine. Ah ja, jetzt. Hey. So, meine Marine-Sachen habe ich wieder an jetzt. Jawohl, jetzt passt es. Okay, kann losgehen. Ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Aber warte mal, ich könnte auch noch mal. Ja, ich erinnere mich noch an die Soße. Die müsste eigentlich direkt voraus auf der Straße sein, ne? Liege ich recht in Sinn. Ah, da ist sie doch schon da oben. Soll ich hitze sie mal an? Nee, lass auf die Flügel. Ist egal. Ja, der Kopf hat am meisten Schaden. Ja, aber auf die Flügel kommt sie runter. Ja, das stimmt. Aber ich kann die aus der Moment. So, die Beine. Wo ist sie denn? Halt.
steht genau vor mir. Über mir. Der hat mal gewusst. Bist du schon da? Hinter dir ist einer. Ja, lass doch. Wir haben sie. Jo. So, jetzt kommt ihr dran. Er hat schon ganz voll die Beine weggehauen hier. Moment, ich geh mal auf. So, der ist aggressiv. Au. Ich bin dran. Noch einer, der Hauer haben will? Keiner mehr da. Alle mal so tot. Doch, da hört sich doch nach. Komm her, du. Ist da irgendwie was zu holen? Ultrazit oder so? Wo kannst du ernten, wenn du willst? Doch. Ja, da hinten ist auf jeden Fall Ultrazit. Geh da mal eben hin. Ist atomares Zeugs, das können wir immer mal brauchen. Hier muss man höllisch aufpassen, dass man nicht reinfällt. Jo, das haben wir. Oh, ich bin ja irgendwie völlig verstrahlt. Moment. Radweh. Links hinterher. Nochmal zwei. Noch eins. So. Ja, ich bin zu nah an dem Kram hier dran. Das strahlt natürlich wie Sau. So, hier nochmal rum. Ich glaube, hier war auch immer was. Ja. Da ist einer was. Das möchte ich schon. Ich nehme mal an, du kommst klar. Gerade so. Hält auch der Tapwasser verbrannte nicht aus hier. Ja, die meisten meiner Waffen sind alles Vampirwaffen, wollte ich noch mal erzählt haben. Jo, und dann habe ich auch Moment. Natürlich auch noch ein paar Skills drin. Wenn auch nicht so die wirklich tollen. Das ist aber echt eine strahle Ecke hier. Meine Güte. So, warte mal, da muss doch einer sein. Ah, den hast du schon erledigt. Gut. Ich glaube, jetzt sollte ich doch mal hier weggehen. Gut, gelootet hast du es ja, ne? Ja. Einmal. Oh, die haben wir alle gelootet. Okay, wollen wir die Straße weitergehen? Ich bin gerade am Überlegen. Da ist ein. Ach, der Bote ist das. Ach, Bote ist uninteressant. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wo das Lucky Hole war. Das wollte ich dir eigentlich mal zeigen. Ja, genau. Aber ich habe vergessen. Ist das nicht in Ashheed vielleicht? Nee, ich glaube, das ist nicht in Ashheed. Dann war das hier irgendwo. Nee, ich glaube, das hast du noch nicht entdeckt, meine ich. Könnte gut sein, ja. Sehr das verlorene Heim. Johnsons Acker, da ist ein Reststandort. Devil's Backbone. Vor allen Dingen brauche ich erstmal
Vor allen Dingen brauche ich erst einmal ein Dings. Ein Dings? Ein Dings. Eine Werkbank. Eine Werkbank, okay. Warte mal, wir haben hier bestimmt eine in der Nähe. Wir sind doch gar nicht so weit weg von White Spring. Wir könnten recht einfach nach White Spring nochmal hochgehen. Ja. Das heißt, wir müssten hier nochmal gehen, genau. Vor allem kommen wir dann aus der Strahlezone raus. Da lang? Nee, da geht's glaube ich direkt aufs Gelände. Ah ja, da können wir auch. Oder wir gehen zur Eisenbahn rüber. Ja, gehen wir da. Ja, wir sind nicht zu schwer, Leute. Nee, wir sind nicht überladen, ne? Mm-mm. Nee, wir sind nur zu schwer. Ach, da steht ja mein Zelt noch. Oder ist das dein Zelt? Das, nee, das ist dein Zelt. Müsste mein sein. Ja. Kannst du da nicht schon was wegtun? Ja, habe ich ja gerade schon. Ja, weiß nicht, was jetzt noch dazugekommen ist. Mal eben gucken, ob was dazugekommen ist. Ach, ich tue mir ein bisschen hart noch. Okay, den Rest können wir eh nur zerlegen. Das heißt, wenn wir aufs Gelände gehen. Am besten außen rum. Ja, warte mal. Aber hier ist die Straße. Wo bist du denn? Dann müssten wir hier an der Mauer lang. Kommen wir zu den Bahngleisen. Hm. Hast du jetzt eigentlich schon deine ganzen Kaninchen fotografiert oder was du da machen musstest? Ich habe sie alle gejagt. Alle so, 10. Ja, das haben wir ja schon durch. Und was hast Opossum. Du durch? Ich glaube, das war Opossum, damit ich den Rucksack kriege. Den großen. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier direkt gehen? Aufs Gelände irgendwie. Mhm. Okay, gehen wir quer rüber. Da ist auf jeden Fall Vorsicht. Okay. Ich habe keine Scharfschutzwaffe da. Nee, der Roboter ist für mich freundlich. Ja, ich schieße doch gar nicht. Ich mache hier nichts. Nee, ich versuche auch nur, wenn der... Bevor ich den Roboter da anschieße, der hat nämlich echt einen Bums. Ich lasse die alle in Ruhe. Ja, alles meine Freunde. Gruppe. Ach, da hinten bist du. Okay. Ja, nur man kann die ja looten, wenn das die Großen sind. Hm. Hast du jetzt eigentlich Hunderte immer, wenn die Verbrannten kommen? Ja, irgendwas zwischen da. 75 und 100 habe ich ja. Ja, ne? Ich finde das gar nicht schlecht, wie sie das gemacht haben, dass jetzt das so ein bisschen angepasst ist. Weil jetzt kann man mit einem 25er nämlich hier... Ah, oh, da ist ein Krebs. Oh, 2 Sterne sogar. Ja, cool. Komm her, schön still halten. Ich gehe schon mal rüber zum Bunker. Viel Spaß. Jo, ich hol mir nochmal das. Oh, das war ein schickes Gewehr. Das verkaufe ich alle. Das ist ein Fatzgewehr, Radium. Fletsch, so. Dumm. Jo. So. Hops. Na, nicht abstürzen jetzt. Hallo? Nein. Und durch, Leute. Nee, geht weiter. Dank. Ich dachte gerade, es wollte abstürzen. Oh, ich bin wieder da. Dumm. Ich bin auf dem richtigen Weg. Du wolltest zum Bunker, ne? Ja, ich brauche, mir ist eigentlich egal, wo ich hingehe. Hauptsache, ich habe eine scheiß Werkbank.
Ja, dann lass uns zum Personaleingang gehen, da kommen wir direkt, relativ direkt hin. Da ist wieder irgendwas, was er machen könnte. Vielleicht kriegen wir noch einen Alien zu Besuch. Ah, geh weg. Boah, ist das wieder ein Gemetzel hier. Ja, Wanderer ist heute wieder in Geberlaune. Ja, immer schön am Kopf halten, Leute. Das geht am besten. Oder auf die Beine. Allerdings muss man ihnen dann den Gnadenschuss geben. Das brauche ich nicht so gern. Also erschießen sie sich immer gleich meinen Kopf. Ja, das haben sie nämlich geändert. Also das Spiel ist nichts mehr für 18-Jährige. Für 12-Jährige. Nur mal gesagt haben. War es sowieso nie davon mal abgesehen. Interessiert Gibt doch es heutzutage gar keinen mehr. nee, eigentlich nicht. Besteht doch sowieso keine Kontrolle. Nee. Die Eltern machen das ja auch nicht in der Regel. So. Die Kinder spielen. Oh, ich bin schon wieder verstreut. Mann, ich brauche mal was zum Abschießen. Naja, gut, dann muss ich was essen. Gut, konnte ich's essen. Ein Eimer, der wird mitgenommen. Und blaue Farbe. Ui, Gemeso. Na, kommst du zu mir? Komm. Dum Ja, di schön dum di hier dum di hoch. dum. Brauche ich so weit laufen. Oh, Mann, So, Mann. bin drin. Oh, da ist noch ein Golfer bei. Ja, ihr seht, die sind alle schon höher gelevelt. Das liegt aber an meinem Level. Oh, Challenge abgeschlossen. Sehr schön. Moment. Was willst du denn? Setz die Kappe ab, Mensch. So. Ach, hier bin ich Was doch hat. wieder falsch reingelaufen. Ach, ist egal. Wo bist du da reingelaufen? In den anderen Eingang. Beim Personaleingang? Nee, den anderen Eingang. Ich hab Kaninchen erschossen. Armes Kaninchen. Aber ist egal, ich kenne mich ja aus. Ja, ich gehe mal bei dem einen, da ist nämlich immer ein Kronkorkenvorrat oben auf dem Dach. Ja. Jo, es klingt schon bei mir. Okay. Da komme ich nicht durch. Kling, klong, klong. So, wo ist es denn? Da. Jo, sehr schön. Können wir auch noch mitnehmen. Ups. Huch. Was war das denn? Ach, da bin ich gut runter. Yippie. Ja, aber hier ist meist nichts. Ja, da muss man General zu werden, um hier rein zu können. Für die Anfänger, mal gesagt. Hier kann man nicht rein sonst. Weil das ist der Enklave-Bunker, den man sonst nicht hinein kann. So, ich glaube, ich könnte mich mal entstrahlen. Warte mal, hier war doch ein Knopf da. Gleich nochmal, damit das auch ja weg ist. Und nochmal. Oh. Guten Und Tag. ich. Was, bist du hier? Ach so. Ach, da hinten ist er. Ja, hier ist so wer ist Werkstattbereich. Ich gehe jetzt mal gucken, ob der hier noch was Schönes zu kaufen oder verkaufen hat. Was Schönes. Kriegt den auf 84 kriegt er. Jo, das klingelt in der Kasse. So, warte mal, der Raketenwerfer wollte ich eventuell zerlegen. Granatwerfer auch.
So, das. So, mein langhaariger, ungestümer Freund, ich springe jetzt mal eben zu meinem Zuhause. Ja. Und dann werde ich mich mal eben kundig machen, wo das Lucky Hole ist. Also das, dann können wir dann nämlich mal eben ein bisschen Blei ernten mit der Baggerrüstung. Oh ja. Das wäre cool. Weil Blei, weißt du ja selber, brauchen wir beide immer. Und ich besonders. Na, geht's nicht? Doch. Weil die große Waffe haut natürlich auch ziemlich viel raus. Bei Mods gucken, die haben immer keine Mods hier. Bauplänen, ja, was haben sie denn an Bauplänen? X01 Baupläne auf jeden Fall. Agentenunterrüstung. Front haben sie auch nicht. Oh, die sind aber teurer als oben, oder? Hab ich hier. Ach, ich habe den Meisterdings noch nicht drin, ich trottel. Okay, muss ich das vielleicht mal ändern. So. Ja, das muss ich leider raus. Weiter darüber. Oh, Entschuldigung. Ja, du kannst mir später deine Quest geben, Settler. Jetzt im Moment habe ich keine Zeit für dich. Du hast ja sonst für mich auch keine Zeit. Was will dir dein Typ da jetzt irgendwie Dings geben, deine Quest oder wie? Ja, so, der schleicht auf jeden Fall um mich rum. Naja, gut. Ja, ich muss ein bisschen Money machen. Okay. Zerlegen wir erstmal. Das brauche ich. 50er. 10. Na gut, da kommt die letzte auch noch. Dann guck ich dann mal nach der. Gib niemals auf. Mach immer weiter. Dann schaffst du es schon. Ja, das brauche ich noch nicht reparieren. Bis auf der Raketenwerfer, der hält ja gar nichts aus. Ach, Moment, T. Ja. Genau. Gut, ich denke, hier bin ich auch durch. Verkaufen hat da nichts. Ich komme mal zu dir. Ja, dann beenden wir einmal kurz den Part und dann ja. Muss ich mal irgendwo hin, wo der Kaiser zu Fuß hingeht und dann gucke ich nach, wo dieses verdammte Lucky Hole ist. Ja. Ja, sehr gut. Ja, nicht schlecht. Also ihr Lieben, ihr habt es mitgekriegt, wir verabschieden uns einmal kurz von euch. Wir sagen mal Tschüss, macht gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Der liebe Wanderer ist schon in meiner Nähe. Ja. Und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder. Also, tschüssi.